So Leute, da sind wir beim nächsten Booster, Zendikar Rising Draft Booster, weil Set Booster war nicht alles, was dieses Set zu bieten hatte, es hatte auch Draft Booster. Gucken wir uns das Draft Booster an, Blood Price, 4 Mana sah aus wie, man guckt sich die obersten 4 Karten seines Decks an, 2 davon nimmt man auf die Hand, 2 legt man unter das Deck und man verliert 2 Leben. Kabira Outrider, 4 Mana 3 und wenn der Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur +1/+1 für jede Kreatur in eurer Party. Also mindestens +1/+1, weil er zählt sich selber ja mit. Cascade Seer, 4 Mana 3/3, wenn ein Spielfeld kommt, scryt man X, so X die Anzahl an Karten in eurer Partys. Sizzling Barrage, 2 Mana Instant, das Ding fügt 4 Schaden an einer blockenden Kreatur zu. Gnar Kolonie, ich wusste gar nicht, was hier drin ist. 2 Mana 2/2 mit Kicker. Und wenn die gekickert wurde, kriegt die 2+1/+1 Marken. Und jede Kreatur mit einer +1/+1 Marke hat Trampel. Das Ding haben sie im ersten Zendikar schon drin gehabt. Feed the Swarm, beste Karte im Set. 2 Mana Sorcery, man zerstört eine Kreatur oder Enchantment, das ein jeder kontrolliert. Und man verliert Lebenspunkte in Höhe der Converted Mana Kosten. Cunning Geysir Mage. 3 Mana 3/2 mit Kicker. Und wenn er ins Spiel kommt und gekickert wurde, kann man eine andere Kreatur zurück auf die Hand geben. Spare Supplies. 2 Mana, kommt getappt ins Spiel, zieht eine Karte. 2 Mana, tappen, opfern, zieht eine Karte. Oblivion Hunger. 2 Mana Instant. Eine Kreatur eurer Wahl kriegt Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Danach zieht ihr eine Karte, wenn diese Kreatur eine +1/+1 Marke hatte. Relic Amulet. 2 Mana. Immer wenn man eine Instant Sorcery oder Wizard spielt, legt man dann einen Charge Counter drauf. Tappen, man nimmt alle Charge Counter runter und zahlt 2 Mana. Fügt so viel Schaden an eine Kreatur zu. Murasi Roadgazer. 2 Mana 2/3 mit Wachsamkeit. Tappen, Standardland aus der Hand ins Spiel bringen. Okay, das habe ich auch selten gelesen. Oder tappen, man bringt einen Basic Land zurück auf die Hand. Okay. Song Mad Tree Tree. 5 Mana Sorcery, bekommt die Kontrolle über eine Kreatur bis zum Ende des Zuges. Sie kriegt Eil und wird enttappt. Was kann auch ein Mountain sein? Und unsere Rare ist Throne of Makindi. Das kannst du denn. Tappen für ein farbloses. 1 Mana tappen, legt Charge Counter drauf. Tappen, ihr entfernt einen Charge Counter, kriegt 2 Mana. Aus irgendeiner Farbkombination könnt ihr aber nur für Kicker Spells casten. Das ist schlecht. Kasado Nikrapot. 2 Mana 1/3 mit Landfall, kriegt ein Leben. In Foil. Ja. So viel zu Zendikar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neue Black Seed. Ciao, ciao.